Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Star Wars Jedi Survivor. Und damit gerne, dass wir hier raufgekommen sind. Nach der kleinen Schlacht da unten. Ja, wobei Schlacht ist relativ. Und wir haben diese komischen, witzigen, hüpfenden Viecher da getroffen. Na hier. Oh. Kennen wir uns nicht? Oh, süß. Ich denke mir was von der Katze. Oh, dann geht er weg. Kein Holy shit. Grease müsste hier irgendwo wohnen. Wow. Sieh dir das an. Netter Ausblick, oder? Ist dein Schiff in der Baggerschlucht abgestürzt? Ja, wir hatten ein paar technische Probleme. Und die Bedlam Raider schon getroffen? Direkt nach der Landung griffen sie an. Hm. Schön, dass es dir gut geht. Was hat euch hierher verschlagen? Einen alten Freund besuchen. Grease Dryders? Grease? Na klar kenne ich den. Mir gehört der Stall im Dorf. Ich bin übrigens Mosey. Ich bin Cal. Das ist BD-1. Du bist ja ein süßer Droide. Schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Finde ich auch. Schau, ab hier ist der Weg frei. Es sollte keinen Ärger geben. Außer du suchst danach. Ach, und wenn du da bist, grüßt Oma Dendra. Sie steht nicht so auf Reisende. Ah, verstehe schon. Danke für den Tipp, Mosey. Kein Ding. Ja, wirklich mal nett, dass wir nicht sofort angegriffen werden. Aber wenn wir das alles hier anschauen können, dann haben wir ein bisschen was vor uns. Karte öffnen wäre vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Okay, da ist er hier. Was sind wir hier so raufgekommen? Und da sehen wir jetzt auch noch die Sachen, wo wir noch nicht gewesen sind. Ja, gut. Wo geht's hier runter? Ach, da. Ich meine, auch ohne Raytracing schaut es echt schön aus. Ist das auch das erste Gebiet, wo wir hier Nebel zum kriegen? Okay. Kann ich einen Mount haben? Ich hatte nicht erwartet, dich so schnell wiederzusehen. Ich wollte mir mal den Stall ansehen. Das hier ist er nicht. Ich kümmere mich hier nur um Brutus. Brutus. Er ist ein Lecko. Der Stall ist unten im Ort. Wenn du ein Tier gesattelt haben willst, komm vorbei. Das werde ich mir merken, Mosey. Danke. Ein Mount! Yes! Wobei... Oh, Kiste. Die Kiste nehmen wir mit. Vollbart. Ich weiß ja nicht. Sollen wir erstmal nach da hinten gehen? Okay, stellt euch schon mal darauf ein, dass ich mir die Welt ein bisschen ansehen werde. Ich glaube, der hat was gegen mich. Leute, ich würde euch ja gern am Leben lassen, aber wenn ihr mich angreift... Ohne einen Garten kann ich damit nichts anfangen. Bin mal gespannt, was ist Schlinger. Was es damit den Garten dann noch auf sich haben wird. So, wow. Ah, diese scheiß Viecher. Und der nächste. Ziel ist immer schon ein bisschen brutal, ne? Kann ich darauf? Yes. Erstmal hier reingehen. Oh. Die tarnen sich auch noch. So, nee, ich wollte zuerst mal hier rauf gehen. Was ist da hier? Hey, kein schlechter Fund. Wieder so ein Klumpen. Da ist noch was. Oh, die haben Stacheln. Alles klar.
aber ich hab doch... Schau es doch niemals rüber, oder? Ich probier's mal. Okay, apparently... Kann ich das kaputt machen? Ja, kann ich. Mensch, Pavura, musst du mal alles kaputt machen. Das... War das nicht eines dieser Schiffe, die was die Druiden da im Film auch genutzt haben? War zu lang her, dass ich mir Star Wars gegeben habe. Aber das da hinten scheint auch noch ein Gebiet zu sein, was man sich ansehen kann. Okay, jetzt weiß ich, wie die Stunden kommen hier in dem Spiel. Wow. Jo, bitte aufmachen. Und was kriegen wir? Ach, wieder so Lackierungszeugs. Hallo. Moment. Was war das? Ach so. Ich könnte da schwingen. Was haben wir hier? Shit, wie viel es hier zu entdecken gibt. Das ist ein Echo. Sieh dir den kleinen Kerl an. Stell dir vor, dir würde etwas, das so flauschig ist, Angst machen. Yes, noch ein Goodie. Fähigkeitspunkt. Ja, warum auch nicht? Holy shit, ist das groß! Soll ich da unten schon hin? Das sieht nach Feindgebiet aus. Nee. Moment, soll ich interagieren? Kann ich dich wieder streicheln? Ich beiße nicht. Versprochen. Oh, so cute! Oh. Ich würde ja ein gern mit aufs Schiff nehmen. Als Haustier. Oh, süß. So. Hier unten noch was Spannendes. Nee, nur der große Kollege da hinten. Geh ich dir aus dem Weg. Trotz auch noch die anderen. Boah, ich bin schon ein bisschen gemein, ne? Kommst du hier hoch? Okay, das war's. Alter, warum kann ich dich nicht angreifen? Ah, jetzt. Und noch ein Fähigkeitspunkt. Ja, tut mir leid. Und gelohnt hat das jetzt überhaupt nicht. Außer dass... Okay, da hat's geleckt. Bin ich zum ersten Mal mit einem dieser T-16s geflogen. War der Flug erfolgreich? Eigentlich war alles okay, bis wir plötzlich in Flammen aufgegangen sind. Okay, da ist alles voller Gegner. Ich glaube, da hinten hat es was zum Holen. Ah, ich gehe da noch nicht runter. Sag mal, wie sieht es denn auf der Karte aus? Da ist irgendwas rot. Versperrter Weg. Was ist hier? Oder ist der Eingang, der war unentdecktes Gebiet? Okay. Geh mal da mal rein. Samen. Die vielleicht kann ich die irgendwo einpflanzen. Wer weiß. Ah, Geheimnisse hier unten.
Nö, halt nicht so. Ah, warte mal, da hinten ist sowas wie eine Höhle. Yes! Noch eine Kiste. Wow! Arsch! Und eine Tür. Okay, neue Frisur. Sie ist verriegelt. Von der anderen Seite, ja, natürlich. Okay, Karte kurz anschauen. Ja, so sieht's komisch aus. So, gerade von draußen. Ja, da drüben noch das Rote. Orientieren. So, wo war sie mit dem Ding? Das war da oben. Achso, das Teil ist hier versperrt. Da sind wir überall gewesen. Okay. Oh, und ihr... Oh, die folgen mir auch noch. Kannst du bitte weggehen? Yay, die Frames sind mal wieder da. Oder besser gesagt, nicht da. Kurz gucken. Was ist das? Unentdecktes Gebiet. Ach so, ja, weil hier normal. Ja, okay, hier wäre ich normalerweise runtergegangen. Sticht dann die Mücke oder sowas. Das ist ganz viel nix. Und es ruckt. Ah, hier kann ich was machen. Was bist du? Was bringt mir das, dass ich hier drin bin? Schütz. Ja, ich gehe ja schon weg. Was kann ich denn hier machen, außer dass das blöde Geschütz hier drin ist? Ja. Mehr Priorität. Gut. Ich glaube, das war nur wegen dem hier. Ein bisschen helfer, Kumpel. Und schnell weg hier. Guten Tag. Komm schon, du blödes Vieh. Beweg dich. Du kommst gerade aus der Baggerschlucht? Und lebst noch, hä? Die Leute hier werden nicht sonderlich alt. Schon gar nicht, wenn sie in dem Gebiet der Raiders herumschnüffeln. Nicht ganz das Empfangskomitee, das ich erwartet hatte. Klingt, als könntest du einen Drink vertragen. Monk, misch dir im Paluns was Feines. Danke für den Tipp. Danke. Du schaust aber auch geil aus in Schwarz. Okay. Wirf mir einen Stim her, was? Nein! Das wollte ich gar nicht. Ich wollte nur die Karte öffnen. Da hinten hat es unentdecktes Gebiet. Ja, gehen wir erstmal da hinten weiter. Okay, Kampfdruiden. Warte mal hier. Oder macht Sinn, dass wir hier nach oben erstmal reingehen? In das Gebäude. Das macht Sinn, dass wir da nach oben reingehen. Ah, so ist Sprinten. Praktisch. Oh cool, ich muss nicht mal gedrückt halten. Nice. So, was haben wir hier Schönes? Was macht das? Ziemlich üppige Wildnis hier. Jäger, Gejagte, Gut, der Tetma.
Ach, das ist wieder so ein Jump-Ding. Vorwärts, BD. Das hat mir jetzt aber nicht sehr viel gebracht. Kann ich jetzt hier irgendwie nach oben? Oder muss ich da... Was macht der da? Ich gehe mir jetzt erst nach oben. Warum kann ich das nicht? Das bringt mir ja voll nichts. Okay. Dieses Gebäude ist definitiv anders als die übrigen. Was du nicht sagst. Roberto, was bist du? Hallo? Du tust mir auch nichts. Karte, was sagst du? Habe ich das jetzt hier entdeckt? Okay, das da oben ist versperrt. Ist das halt irgendwie zuerst runterkommen? Hm. Ah, okay. Neues. ja, bitte scannen. Was hast du gefunden? Und hier komme ich auch wieder nicht rein. Aber da gibt's noch was. Hab noch einen Klumpen gefunden. Haben wir jetzt hier alles entdeckt? Ne, da oben ist noch was. Zumindest meinte, dass ich da was hätte. Meinst du das hier? Ja, gut, aber jetzt haben wir hier wirklich alles. Okay, wir gehen mal wieder nach unten. Ich glaube, es macht Sinn, dass ich mir irgendwie dieses Mount hole. Damit wir hier schneller sind. So. Also Prio 1 zu diesem Stall. Das Vieh holen. Und dann mit der Story weitermachen. Oben ist auch was Interessantes. Und speichern wäre es auch nicht schlecht. Bitte sag mir, dass du da ein Safe Point bist. Das sieht sehr gut aus. So, bitte speichern. Sehr geil. Ja. Ausruhen. Dankeschön. Gehen wir. Na, Werkbank mache ich später. Das kann ich eigentlich mal zwischen den Episoden machen. Ich habe einen Vorschlag für dich. Ja, da werde. Bist du an der Chance deines Lebens interessiert? Vielleicht. Lass hören. Ein paar Typen sind in die Mine da drüben gegangen. Seitdem hat niemand mehr was von ihnen gehört. Das stimmt, kleiner Droide. Die Sache hat das Zeug zur Tragödie. Wie fast alles auf Kobo. Prospektoren haben nach Priorit gesucht. Die Mine ist voll mit dem Zeug. Aber diese Leute zu retten, das ist natürlich das Wichtigste. Ich sehe mir das mal an. Jetzt sind wir im Geschäft. Die Mine ist gleich da drüben. Kannst sie gar nicht verfehlen. Alles klar, ich hab nicht mal die Option zum Ablehnen. Ja, gut. Ich stell's aber trotzdem gern mal mein Mount. Ich freue mich, Grease wiederzusehen. Ist lange her. Vielleicht weiß er, wo die anderen sind. Sia war in der Vergangenheit gefangen. Marin ging auf Wanderschaft. Alte Geschichten. Da ist ja nicht so viel los hier. Kann ich in die Häuser einfach reingehen? Nein, natürlich nicht. Hier vielleicht? Nö, auch nicht. Ah, vielleicht da, wo das Schild dran ist.
Ah, da hinten. Das sieht aus wie ein Stall. Da gehen wir als erstes hin. Okay, den Stall hätten wir mal. Aber keine Person hier. Und da hinten ist eine Kiste. Wie komme ich da rein? Wie komme ich zu der Kiste rein? Da kannst du nicht einfach hochjumpen. Naja, gut. Was soll's. Na ja. Oh. Natürlich streicheln. Ist okay. Oh. Ja, oh, was war das? Achso, das war so eine Kanne. Okay. Hallo? Jemand zu Hause? So mobil würde ich auch nehmen, wenn es ganz ist. Was auch immer das da hinten ist. Oh. Hintereingang. Der verschlossen ist. So, Sprintmodus. Haupteingang. Wow! Nein. Du hast wohl geglaubt, du könntest uns reinlegen. Das war doch alles so ein Missverständnis. Hey. Lass ihn los. Das wird nicht gehen. Dieses Ding verkaufte uns ein unbezahlbares Relikt. Den Schlüssel, den wir so lange gesucht haben. Aber natürlich ist er gefälscht! Ich hab ihn für echt gehalten, Ravis. Ganz ehrlich. Ich glaube dir. Doch solche Fehler dürfen nicht toleriert werden. Dies soll eine Warnung für all diejenigen sein, die glauben, die Bedlam Raiders hintergehen zu können. Tötet ihn. Oh nein, nein! Genug. Geht einfach. Zeigt unserem Freund hier, wieso seinesgleichen tot sein sollte. Okay, jetzt gibt's volles Brot aufs Maul. Nö. Ich bin zu schnell. Fast hättest du mich gehabt. Ey, das geht so viel besser mit dem Controller. Vor allem das mit dem Blocken. Nice. Wenn ihr nochmal kämpfen wollt, dann nehmt ihr uns. Oh, welch Vergnügen, nach so vielen Jahren einen deiner Art in Aktion zu sehen. Edler Jedi-Ritter, wenn sie ihr Schwert zügeln, ziehe ich friedlich von dann. Wird er nicht. Wir sehen uns. 100 Pro sehen wir den nochmal. Das ist der Held, der sich gegen die Bedlam Raider gewehrt hat. Ah, oh, mein Retter. Ja,
schön. Lass gut sein, Turgel. Turgel, komm schon her. Ja. Bist du Doma? Bin ich ja wohl. Wie heißt ihr? Yeti? Ich bin Kerl. Das ist BD1. Es wäre toll, wenn die Sache unter uns bleiben würde. Wir im Grenzgebiet überleben nur, weil wir zusammenhalten. Versteht ihr? Allerdings. Ach, ihr hättet eben nicht eingreifen müssen. Dennoch habt ihr es. Ja, das habt ihr allerdings. Turgel, Schnauze. Wir bewahren euer Geheimnis, Kerl. Ich bin sicher, wir beide können davon profitieren. Danke. Okay. Zeig, Boss besiegt. Können wir denn noch quatschen? Machen wir das mal. Vergiss nicht, später in meinem Laden vorbeizuschauen. Mach. Er ist wo? Bei dir? Oh, Kerl, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich bin, dass du mich gerettet hast. Gern geschehen. Und diese geschmeidigen Bewegungen, unglaublich. Wo hast du das gelernt? Hatten wir uns nicht geeinigt, nicht darüber zu reden? Oh, ja, richtig, natürlich. Aber könntest du mir trotzdem mal ein paar Tricks beibringen? Ich will nicht, dass du dich selbst verletzt. Aber Doma sagt, das kann ich am besten. Geil. So, ja, das kennen wir. So, nee. Je, hat natürlich mal wieder gelächt. Gelächt, ja genau, geleckt. Komm in Peil und Saloon, was können wir für dich tun? Ah, ein potenzieller Gast, was darf sein? Nichts, danke. Oh, das ist ein Fehler. Ich suche einen alten Freund. Vier Arme, haarig, Großmaul. Au! Vertikal beschränkt? Los, komm raus, altes Haus, die Luft ist rein. Ich sag dir, Monk, die Bedlam Raiders werden der Untergang von diesem Ort sein. Es gibt keine Hoffnung. Null, nada, niente. Wie geht's dir, BD? Ah. Moment. Oh, Kerl. Kerl, lass dich drücken, du Sohn eines Boglings. Wie lange ist's her? Ich hab dich vermisst, Kleiner. Hi. Lass mich dich ansehen. Oh, du siehst furchtbar aus. Ja, auch schön, dich zu sehen, Grease. Hey, passt du auch gut auf ihn auf? Und passt du auch gut auf die Mantis auf? Oh, bei unserem letzten Job gab es etwas Ärger. Was heißt denn etwas Ärger? Imperialen Ärger. Ah, das war ja klar. Hier auf Kobo treiben sie sich in letzter Zeit auch rum. Das Gyro der Mantis ist durchgebrannt. Wir brauchen deine Hilfe, um hier zu verschwinden. Ja klar, das kriegen wir hin. Los, setz dich schon. Hör zu, Monk. Gib meinem Freund was Besonderes zu trinken. Erfrischungen! Ein Slippery Monk! Komm sofort! Willkommen in Pylon Saloon! Die beste Absteige diesseits von Celtrus. Ja, so wie du es sagst, wird's ihm nicht gerecht. Hier, was zum Runterspülen! Monk und ich haben den Laden vom Vorbesitzer bekommen, nachdem... Er hat sich eine tödliche Blastervergiftung eingefangen, von den Bedlam Raiders! Wir hatten schon das Vergnügen. Geht's dir gut, Grease? Oh, klar, sicher. Solange ich nichts hab, was die wollen. Hey, was ist der Mantis passiert? Oh, wir waren auf Coruscant. Infos für Saw Gerrera einholen. Es ging schief. Nur zwei von uns konnten fliehen. Alles, was ich mache, ist sinnlos. Und die Macht des Imperiums wird größer. Seid sicher. Das Team getrennt hat, das ist nichts wie früher. Ja, wir hatten eine schöne Zeit, nicht wahr? Ich, du, die Weltraumhexe, Seer. Hast du mal wieder mit ihr gesprochen? Maren ist ständig unterwegs, erforscht neue Planeten, findet neue Freunde. Ich hab Seer gemeint, Kleiner. Nein, ist eine Weile her. Du? Tja, ihre Kredits haben uns geholfen, den Laden zu eröffnen, aber hier war sie noch nicht. Sie ist sehr beschäftigt mit einem neuen, Projekt. Hey, Kerl, wieso entspannst du dich nicht etwas, bevor wir die Mantis reparieren? Die Galaxis kann für ein paar Stunden warten. Ah, wir sollten lieber schnell aufbrechen, wenn wir hier fertig sind.
Ich habe unten im Keller einen Raum extra für dich vorbereitet. Den solltest du dir ansehen, Kleiner. In Ordnung. Danke, Grayson. Ein Raum extra noch für mich? Okay. Aber ich mag den Roboter. Wo ist dieser Raum nochmal? Der Raum? Oh, Kleiner, du wirst ihn lieben. Hinter der Bar rechts, durch die Küche und dann die Treppe runter. Kannst ihn gar nicht verfehlen. Alles klar. Okay. Danke nochmal, Grace. Ja, du kannst mir danken, indem du ein wenig schläfst. Du siehst wirklich furchtbar aus. Okay. Ja, ein bisschen runtergerockt. Viel los ist hier bestimmt nicht. Nee. Aber es ist vermutlich so der einzige Treff, den die Leute hier so haben. Verzieh dich, Mann. Wie du meinst. Du siehst nicht aus wie ein Raider. Wie das denn? Kein Blaster in meinem Gesicht, keine verschütteten Drinks und kein wildes Gebrüll. Und der Druide ist niedlich. Na. Oh. Das ist BD1. Ich bin Cal. Wurde auch mal Zeit, dass ein paar neue Gesichter in die Stadt kommen. Ich heiße übrigens Sig. Freut mich. Wie kriege ich jetzt meinen Mount? Diese Bühne hat schon bessere Tage gesehen. Moin. Nun, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Bitte was? Gibt's ein Problem? Ich könnte schwören, dass du vorhin da draußen einen Streit mit den Raiders vom Zaun gebrochen hast. Ich habe nicht angefangen. Nun, jedenfalls hast du es beendet. Sehr freundlich. So. Oh. Das ist die Küche. Der Keller muss da drüben sein. Das soll eine Küche sein? Achso, ja, okay. Das ist eine Küche. Okay. Ja, dann gehen wir eins weiter runter. Noch ein Teil der Küche. Ja, ein bisschen mehr so Lager. Alles klar. Grace hat sich selbst übertroffen. Das sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Unser Headquarter hier. Was kann ich da machen? Ist ziemlich weit weg von der nächsten Handelsroute. Anscheinend kommt Grease mit Bergungsgut aus. Okay, da ist die Werkbank. Da will ich jetzt gerade nichts machen. Anzüge. Ausruhen. Du redest immer noch im Schlaf, hm? Tja, manches ändert sich nie. Du Spinner. Haarknäuel. Danke, dass ich mich hier ausruhen darf. Klar doch. Warum habe ich wohl all die Jahre deine Sachen aufbewahrt? Ich habe gehofft, dass du mal vorbeikommst und ein Päuschen machst. Es gibt immer Ärger, wenn ich irgendwo zu lange bleibe. Du hast gesagt, hier liegt irgendwo ein Ersatzgyro rum. Wir haben noch viel Zeit, um die Mantis zu reparieren, aber jetzt will ich ein bisschen über dich reden. Mir geht's gut. Je früher wir wegkommen, desto besser. Und dann willst du vielleicht mit Sorgerera Unruhe stiften? Womöglich. Ja, wenigstens einer muss doch kämpfen. Witzig. Genau dasselbe hast du damals auch gesagt, als wir uns getrennt haben. Ja, weil ich... Hör zu. Ihr hattet eure Gründe zu gehen, aber für mich ist Aufgeben keine Option. Ich muss weiterkämpfen. Und wohin hat dich das geführt, Kerl? Ich wünschte, es wäre anders, aber du verlierst immer mehr Leute und du hast selbst gesagt, dass das Imperium jeden Tag stärker wird. Womöglich wird es Zeit, dass du mehr bist als nur dein Lichtschwert, mein Junge. Denk mal an dich selbst, lass dich nieder, finde ein Zuhause. Ein Zuhause, Grease? Es gibt kein Zurück. Der Orden ist weg, wie auch mein Lehrer. Ich habe alles verloren. Sollen sie etwa alle umsonst gestorben sein? Ich kann doch nicht den Kopf in den Sand stecken. Ich weiß, du hattest es wirklich nicht leicht, aber Kerl, vertrau mir. Denn ich hab's erst auf die harte Tour gelernt. Wisse, wann du bei einem gezinkten Spiel aufhören solltest. Sonst wirst du irgendwann etwas verlieren, das du nie wieder ersetzen kannst.
schön. Komm, ich will dir was zeigen. Das ist ein Schmugglertunnel. Komm zusammen mit der Kantina. Geh und sieh dich um. Ich habe da unten ein paar Ersatzteile. Ich wette, dort wirst du alles finden, was du brauchst, um die Mantis wieder flott zu machen. Danke. Ich weiß es zu schätzen. Cal, darf ich dir eine Sache sagen? Es tut wirklich gut, dich wiederzusehen. Ja, dich auch. Grease, ich denk drüber nach. Hey, pass auf, wo du da unten hintrittst, ja? Ich habe ein kleines Problem mit Ungeziefer. Lass mich raten, das ist großes Ungeziefer. Okay. Ich meine, er hat da gar nicht so Unrecht, ne? So. Was macht C.S. Halexet hier? Ich weiß nicht. Nachdem wir uns getrennt hatten, habe ich alles ausgepackt und da war es. Vielleicht hat sie gehofft, du lernst darauf zu spielen. Ah, nein, danke. Oh. Mein altes okay. Schrottsammler-Outfit. Warum hat Grease es aufgehoben? Ich weiß. Unheimlich. Ah, und hier... Du hattest schon immer einen grünen Daumen, Grease. Der Ort brauchte frischen Wind. Die früheren Besitzer waren Schmuggler. Belüftung hatte für sie keine Priorität, weißt du? Machen okay, wir eine Pause. Bitte speichern. Oh, Fähigkeiten hätte man noch was zum Ausgeben. Schauen wir mal bei Überleben. Fähigkeitspunkt ist halt perfektionierte Stim-Formel. Aber reduziert die Zeit, die nötig ist, um Kalan Steam von BD1 zu heilen? Nee. Halt! Was war das? Fokussierte Blick, halte B, mathematisch Nachkampf auszuweichen. Zweifache Reflexion, drücke kurz am Kontakt, um bis zwei Blasterprojektile hintereinander zurückzuwerfen. Luftangriff. Halte X nach einem normalen Angriff, um einen mächtigen Schwung über Kopf auszuüben. Okay. Okay, cool. Zödele. Ja, dann. Mal schauen, was du da im Keller unten hast. Alte Schmugglerstollen, ha? Grease hatte immer ein paar Geheimnisse im Ärmel. Oh, das sind aber die süßen Viecher hier wieder. Was denn? Was ist das? Na? Also, kein Ausweg. Wow! Hallo! Autsch! Dieser Weg ist versperrt. Los, wir kommen später wieder. Oh, der Arme. Haben die Grease so erschreckt? Hey, kleiner Freund. Der Arme. Ja, dann geht's wo hier weiter. Boah, die Dinge übersieht man ab und zu echt mal schön. Ah. Da ist Ungeziefer. Guten Tag. Es war einmal Ungeziefer und das nehme ich mit. Wow. Scheiß Viecher. So, jetzt bitte. Bitte Gesundheit, bitte Gesundheit, bitte Gesundheit. Nee, viel Kerzpunkt. Naja. So, wo müssen wir... Müssen wir da rauf? Ach, Wand-Action. Alles klar. Oh, oh. Sei hier vorsichtig, Kumpel. Okay. Die Stollen wurden schon sehr lange nicht benutzt. Verstaubt und verlassen. Okay, dann wären wir jetzt auf der anderen Seite von dem Ding hier.
Versperrt. Ja, immer versperrt, Mann. Ist es das? Sondern springen, hä? Je schneller wir bei Grace sind, desto... Das sollten wir uns ansehen. Was habe ich hier unten? Ah, wobei, da werden wir irgendwie wieder rauskommen von da oben. Erstmal speichern. Cool, dass das alles hier so nahtlos funktioniert. Moment, ich will erst mal schauen, ob es hier hinten noch was ist. Oh. Ja, natürlich komme ich da nicht hoch. Erinnert mich fast an das Übungsgelände der Jedi. Aber es fühlt sich anders. Älter. Ja. Und es hat noch Saft. Kann ich da hochklettern? Was hat es mir gebracht, dass ich jetzt... what action? Nein! Okay. Noch mehr Wand Action. Ort. Irgendwas sagt mir, dass wir hier Stress kriegen. ABD? Gut gemacht. Tragödie. Ich glaube mir fest, was wir stürzen durch das Dach dieses unterirdisches irgendwas. Hier unten gibt es immer noch Strom. Vielleicht funktioniert hier noch mehr. Hm. Keine Ahnung. Muss das da rein? Das muss da rein. Nicht schlecht. Was zum? Denkst du, die hält uns aus? Okay. Vorsicht, BD. Der Schlüssel. Ich kam so schnell wie möglich, Meisterin Cree. Tut mir leid, aber es muss sein. Wird mein Gedächtnis komplett gelöscht? Nein. Nur das, was der Rat verlangt hat. Dann werde ich mich wenigstens an Sie erinnern. Ich bin bereit. Wie lautet dein Name, Droide? ZNA4 natürlich. Wie kann ich dem Orden dienen? Sie. Sag mir, wie ich durch den Kobo-Abyss komme. Diese Information befindet sich nicht in meinen Speicherbänken. Meisterin Cree? Ihr wisst, dass die Republik eine komplette Evakuierung angeordnet hat. Ich weiß. Darum habe ich eine sehr wichtige Aufgabe für dich, See. Hier für dich. Ein Stimmer? Oh, ein sehr gutes Modell. Meine Güte! Benutz
Nutze ihn, um die Waldanlage zu öffnen. Reise unterirdisch, halte für niemanden an. Das ist ein Befehl, sie. Komme ich nicht mit Ihnen? Nein. Der Schlüssel nach Tennelore ist in dieser Anlage. Du musst dich beeilen. Ich fürchte, sonst ist alles verloren. Möge die Macht mit dir sein. Ich glaube, dieser Druid ist seit Jahrhunderten hier. Name Sie? Ja, das stimmt. Aber woher? Oh, nein! Ich stecke fest! Ich bin hier seit... Wie viel Zeit ist vergangen? Ich bin Cal. Das ist BD. Wir werden dir helfen. Freut mich, Sie beide kennenzulernen. Ich würde Hilfe sehr zu schätzen wissen. Okay, das wird immer mysteriöser. Und das ist echt nicht geschafft, dich da von dem Kabel da zu befreien. Kann ich einfach mal den hier machen? Nö. Ja, okay. Ich glaube, wir brauchen so eine Power-Up-Kugel. Kann ich die da hinten irgendwie holen? Wirklich sie. Ja, ich bin ein Jedi. Aber ihr tragt nicht einmal die üblichen Roben. Ich trage lieber einen Poncho. Okay. Wie kann ich dir da helfen? Irgendwie brauchen wir da zwei Powerkugeln. Erstmal hier hin. Ja, erstmal hier hin. Bist du auch so eine Power-Up-Kugel? Ach so. Benutzt die Kugeln, um die Brücke zu aktivieren. Dann ja, was du nicht sagst. Glaube ich. Wer weiß das schon nach so vielen inaktiven Jahren? Bei diesen Droiden ist mehr als eine Schraube locker. Oh. Was war das? Ich hab gesagt, durchhalten Sie. Was? Nein! Ich kann also nicht springen, während ich das Ding da habe. Was ist hier? Sieht aus wie eine Datendisk. Gut, aber kann ich dich einfach mal hier hinlegen? Bleibst du bitte da? Dankeschön. Yes. So. Und jetzt die zwei Kugeln da auf der anderen Seite rein. Gleich bist du frei, Sie. Lasst euch Zeit. Ich sitze hier erst seit einer Weile fest. Weil es auf die paar Minuten kommt, dann auch nicht mehr drauf an. Ich habe nicht in meinen Datenbanken. Wann habt ihr die Prüfungen abgelegt? Oh. Hab ich nie. Ich wurde bei einer Mission zum Ritter. Und was war der Grund? Stoß gegen das Protokoll. Lange Geschichte. Das war's also auch nicht. Verstehst du jetzt nicht ganz? Also, ach so, oh, ich bin so dumm. Es ist wieder das mit der Wand hier. So, Kiste, einmal mitnehmen. Dankeschön. Hat's wieder was zum Ziehen hier?
Ah ja. Komm, rein hier. Prüfungen hin oder her. Sie haben es geschafft. Kommen Sie zu mir. Ich möchte Ihnen von Angesicht zu Angesicht danken. Okay. Danke, Kerl. Nichts zu danken. Oh, entschuldigen Sie mich jetzt. Ich wurde lange genug aufgehalten. Oh, nicht jetzt. Reiß dich zusammen. Darf ich mal sehen? Nun, ich muss zugeben, ich benötige eine Reparatur. Also sieh, was ist Tenalor? Ein Planet, versteckt in dem Kobo-Abyss. Dort steht ein Jedi-Tempel. Eine Bastion des Lichts des Ordens, an der Grenze der Galaxis. Zumindest hoffte meine Meisterin, dass Tenalor das werden würde. Das reicht erstmal. Wir müssen hier nur irgendwie weg. Nun, dabei kann ich helfen. Ist er das? Oder das? Nein. Oh! Ja, das ist der Weg. Mir nach. Ah, jetzt sehe ich, wo wir sind. In einer Meditationskammer. Meisterin, hier drin? Sie benutzt, um Jedi auszubilden. Daran erinnere ich mich. Ich weiß nur nicht mehr, wozu es gut ist. Meisterin Kree hat einen brillanten Verstand. Kanntet ihr sie, Kerl? Kann ich nicht behaupten. Egal, aber ich denke, sie hätte euch gemocht. Der Ausgang Widerstandskraft. Oh. Ich hatte großes Glück, dass ihr übrig. Bonus erhalten, das ist ein Bonus entdeckt. Im Spiel gibt es verschiedene Arten von Boni und sie können den Spieler sehr nachhaltig beeinflussen. Bonus-Slots. Du hast zu Beginn 3 verfügbare Bonus-Slots. Du kannst im Laufe des Spiels 2 Slots freischalten. Ja, okay. Und Suchungenbühne können jetzt in den Boni-Bereich der Fähigkeitenmenü eingesehen werden. Okay, ja, das mache ich später mal. Gekommen seid. Ja, du hättest ewig hier unten bleiben können. Ja, eigentlich war es ein Unfall, dass wir hier runtergekommen sind. Ich hätte jetzt gerne einen Safe-Point. Dieser Planet, den ihr erwähnt habt, wie ist der so? Tavelo? Was für ein wundersamer Ort! Wie komme ich dahin? Durch den Kobo-Abyss! Das muss das Wissen sein, das deine Meisterin aus deinem Speicher gelöscht hat. Tja, sie wird ihre Gründe gehabt haben. Ja, aber mein Bauchgefühl sagt mir, wir werden da hinreisen, weil wir das. Weil wir die Info von irgendwo her haben. Oh! Bisschen. Was geht da? Nicht allein. Ich helfe dir, dich zurechtzufinden. Sie tragen zwar nicht die korrekte Kleidung, aber jetzt bin ich sicher, dass sie ein Jedi sind. Na komm. Ich bin gleich da, Kerl. Warten oh. Sie nicht auf mich. Oh, ja, ich würde jetzt gerne mal speichern. Meine Güte. Wie geht das mal hier rein? Komm mal rein. Ich will zum Safe Point. Ah, lass mich raten. Ich bin kein Spion der Bedlam Raider. Ich bin ein Freund von Karl Kestis. Karl, was ist? Ich hab dir gesagt, Kumpel, du bist in der falschen Kantina. Ich hab noch nie von einem Karl Kestis gehört. Hey, Grease. Ach, der Karl Kestis. Ich hab das Gyro. Du bist da. Schön, dich zu sehen. Grease Dryders? Das ist Bode Kuna. Er war auf Coruscant. Ohne ihn hätte ich nicht überlebt. Oh, na dann. Hi, freut mich wirklich sehr. Allerdings ist es leider so, dass ich kein Bett mehr übrig habe. Moment. Noch so einer? Kerl, du hast die sehr schlechte Angewohnheit, Streuner aufzulesen. Ich bin ZNA4, bescheidene Dienerin des Ordens der Jedi. Oh.
Sie ist nicht auf dem Laufenden, ne? Sie war unterirdisch gefangen. So ein Design habe ich noch nie gesehen. Schon fast ein antiker Droide. Hast du da unten vielleicht was gefunden, das Kredits wert ist? Ha, Kredits? Ha! Kerl, Sie haben mich gerettet, aber ich muss Sie um noch mehr bitten. Oh, ich wusste es. Meisterin Santari befahl mir, die Waldanlage zu öffnen, aber in meinem Zustand kann ich diese Pflicht nicht erfüllen. Bitte. Wenn ich scheitere, ist der Schlüssel nach Tenelor vielleicht für immer verloren. Moment. Sagtest du gerade Tenelor? Du hast davon gehört? Das ist eine alte Prospektorenlegende über eine verlorene Welt voller Schätze. Vielleicht beweist der Druide, dass es kein Mythos ist. Sollten wir uns ansehen. Ja, aber erst werde ich die Mantis reparieren, bevor die Raiders sie holen. Ich werde mit dir gehen. Du reparierst und ich passe auf. Ist der so hart, wie er aussieht? Neben Seer kenne ich keinen besseren Scharfschützen. Okay, wir schauen nach der Mantis. Und ich sehe nach, was da im Wald ist. Danke, Kerl. Sobald ich wieder voll einsatzfähig bin, komme ich zu Ihnen in die Waldanlage. Vorwärts! Sie... Moment, altes Mädchen. Während die tapferen Helden aufbrechen, könntest du noch die Schubdüsen runterfahren. Mir nach. Ich kümmere mich um deine Wartung und erzähl dir, wie es um die Galaxis bestellt ist. Oh, mein Lieber. Kerl, ich werde den Salon schließen, bevor ihn die Raiders noch zerlegen. Nimm die Hintertür, ja? Okay, das ist eine echt spannende Truppe. Dank Kerls Bemühungen verbessert sich der Außenposten in Ember's Reach kontinuierlich. Neue Läden und Aktivitäten sind jetzt verfügbar. Thomas Laden im Außenposten auf Kubo ist jetzt verfügbar. Obergefundene seltene Mineralien können hier ausgegeben werden. In der gesamten Galaxis kann Kerl neue Bewohner treffen, die zur Verbesserung der Rambler Reach Außenpostens beitragen können. Kehre hier zurück, nachdem du sie nach Kubo geschickt hast. Oh, also das ist dann wie so unsere Heimatbasis jetzt hier. So. Ich will ich. Moin. Speichern. Über die Tür, da hinten, ne? Holy shit, hier gibt's ja dann richtig viel zu tun. Da kriege ich richtig gute Laune. Nice. Einmal saven, dankeschön. Das wäre noch irgendwie schön, wenn ich einfach immer alles okay speichern könnte. Das wäre geil. So, wann ich will. Okay, die Episode ist schon wieder viel zu lange. Liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und wenn ihr ganz wild drauf seid, dann werdet ihr sogar Kanalmitglied. Und dann kriegt ihr auch die ganzen Episoden schon im Vorhinein. Bis denn dahin, möge die Macht mit euch sein. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.